Jo, hey Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu diesem neuen Video. Ja, ich habe mir heute überlegt, dass wir zusammen den neuen Modus ausprobieren werden, den Rocket League vor 2-3 Tagen veröffentlicht hat. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf Spielen gehen, finden wir unter Zwanglos einen befristeten Modus namens Stachelsturm 3 gegen 3. Vorher gab es Heatseeker 3 gegen 3. Ja, und hier für euch einmal auf die Schnelle die Regeln. Ich denke mal, das wird sich auch ganz gleich erklären lassen, diesen Modus hier. Ja, dann gehen wir direkt auf Spiel suchen und dann schauen wir mal, was wir für geile Runden abliefern werden. Bis gleich! So, nachdem wir ungefähr jetzt fast 5 bis 10 Minuten gewartet haben, haben wir jetzt endlich eine Runde gefunden. Ja, dieser Modus wird jetzt nicht so ganz häufig gezockt. Gut, wir haben jetzt auch 3 Uhr morgens, wo ich das Video aufnehme. Das muss man auch erstmal schaffen, weißt du, um 3 Uhr morgens noch ein Video aufzunehmen, bevor man schlafen geht. Ja, mein Schlafrhythmus ist halt generell gerade noch ein bisschen down, deswegen bin ich halt immer noch wach. Ich habe ja am Wochenende einen 24-Stunden-Stream gemacht, der relativ ganz gut verlaufen ist. Am Ende hat man schon wirklich gemerkt, dass ich ziemlich fertig war. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich relativ fit wieder, nur halt ist das Schlafrhythmus, wie gesagt, immer noch RIP. Ja, aber egal. Kommen wir jetzt mal wieder hier zurück zum Spiel. Also Stachelsturm habe ich des Öfteren schon im Stream gezockt. Im Turnier als auch so schon online. Meiner Meinung nach ist dieser Modus, ja, muss jetzt nicht unbedingt drin sein. Ich finde Heatseeker dann schon online besser, weil meistens hier mal die gleichen Tore passieren. Weil man hier kaum was anderes machen kann und ja, es gibt halt nur Stacheln und viele Leute chasen den Ball einfach nur so rein wie, ja gut, der jetzt nicht unbedingt so, mein Mate hat ein bisschen gefailt, aber ich verstehe, glaube ich, was ich meine, ne? Also, es gibt hier die übelsten Triade auch, ne? What the hell is this? Looks fun so. Ja, es gibt auch wirklich viele Leute, die gerade das auch zum ersten Mal zocken hier. Okay. Gut, der ist jetzt schon seit 2-3 Tagen online, der Modus, aber des Öfteren finde ich auch immer Leute noch, die sind verwirrt hier auf einmal. Die wollten eigentlich Heatseeker zocken, auf einmal gibt es keinen Heatseeker mehr. Ja, das habe ich vor ein paar Tagen auch auf einmal gewundert. Ich wollte um 17 Uhr nochmal Heatseeker zocken, eine Rundchen. Und I hit, by the way. Nö, hat er mich nicht berührt. Und dann auf einmal ist daraus Stachelsturm entstanden. Also, naja. Ich dachte wirklich, dass das ganze Event über Heatseeker online ist. Vor allem, das war ja auch so in einem geisterlichten Flair. Bei dieser Train-Map, sagen wir es mal so. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber ihr wisst, glaube ich, so diese Untergrund-Map. Ja, keine Ahnung. Ich finde Halloween Rocket League dieses Jahr, ja, relativ schwach. Also ich finde auch, diese Map hätte man durchaus besser designen können mit Pumpkins oder so links und rechts. So ein bisschen mehr Accessoire geben. Es ist relativ schwach dieses Mal gewesen, Halloween. Ich fand das dann letztes Mal, generell auch das ganze Konzept fand ich besser, wo man einfach Bonbons und genau, Candy Corns farmen musste für spezielle Items und so weiter. Und ja, jetzt ist das einfach so, du musst das halt durch gewisse Spiele halt, durch gewisse Herausforderungen freischalten. Ist einfacher gemacht, aber irgendwie, ja, toucht es mich jetzt nicht so sehr. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, wie ihr das verwendet. So, ich konzentriere mich mal ein bisschen. Weil ich will auf jeden Fall hier ein bisschen was drauf haben hier, ne? Ein bisschen was zeigen, ja. Ich bin hier der Season 14 Grand Champion. Oh, don't take the fucking ball. Komische Leute. Komm her. Gib mir den Ball. Gib mir doch mal den Ball, Digga. Hallo? Chill doch mal. Ja, gut. Ja, Demo only hier am Start. Wenn man einmal einen berührt, sofort gedemmt. Nice. Oh, schönes Ding. Gut gespielt. Ja, so sehen die meisten Tore auch von mir aus. Das ist halt auch einfach eine krasse Taktik dahinter. Das kannst du kaum aufhalten. Wenn er einmal oben ist. Halt, der Trick ist dabei, dass halt jemand mich da bis nach oben verfolgt und versucht mich zu dämmen, bevor ich halt sowas halt ausführen kann. Dankeschön. Nice, nice, nice.
Kebab Boy, Alter. Das ist auf jeden Fall ein geiler Name. Der hat Humor ein bisschen. Ja, und das Blöde ist halt auch, dass es hier kein Torlimit gibt, so wie bei Heatseeker, ne? Normalerweise ist das Game nach 7 Toren vorbei. Also wer zuerst 7 Tore geschossen hat, hat gewonnen. Ja, und hier kann sich das halt ziemlich lange ziehen, sagen wir es mal so, das Match. Deswegen, ich guck mal, ob wir vielleicht auch eine zweite Runde noch dranhängen können. Eieiei. Mann, Mann, Mann. Hier habe ich den denn bitte schon gekickt, Alter. Mit einem Burn Sienna Octane erstmal am Start. Bruh. Als ob ich den so einen Schub verpasst habe. Läuft bei ihm. Ja, den Modus kann man ja nicht so ganz ernst nehmen. Die Tore sind einfach gemacht, ne? Also, easy, easy. Vor allem, wenn einfach alle Gegner nach vorne fahren und denken sich so, ach, scheiß mal auf Abwehr. Alles voller Stacheln. Ich weiß auch nicht, ob es schlau wäre, hier mit dem Merc rumzufahren bei so einem Modus. Weil der Merc hat ja eine bessere Hitbox und wenn, besonders wenn du Spikes hast, ist es, glaube ich, doch mehr effektiver. Ja, mit dem Ball. Ach komm. Ja, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall nochmal ein Pumpkin-Opening geben. Ich muss noch theoretisch ein bisschen spielen auf meinem Smurf-Account, damit ich die letzten zwei Pumpkins bekomme. Ich hoffe, ich schaffe das noch. 6 Tage ist das Halloween-Event noch. Und dann, ja, gibt es leider keine Pumpkins mehr. Ich weiß noch nicht, ob das so viel stören würde, als wenn ich nur die Pumpkins offen machen würde. Also, das ist nur 3 Minuten das Video lang ist geführt. Oder ob ich mir nochmal was anderes überlegen soll. Wir können ja theoretisch nach dem Video nochmal irgendwie was zocken oder so. Ja, normalerweise könnte ich auch ein bisschen Pokallauf machen, aber da fehlen mir gerade die benötigten Credits, die man aus den Turnieren bekommt. Deswegen könnte ich durchaus vielleicht ein bisschen Pumpkin Opening machen, die 5 Pumpkins öffnen und dann vielleicht noch irgendwie ein Ründchen online. Können wir ja mal schauen, oder vielleicht ein Turnier, das kann man ja auch machen. Ich wollte ja unbedingt mal, wie gesagt, Heatseeker für euch als Video gewinnen. Im Stream schaffe ich das komischerweise, aber die Videos sind leider immer noch ein bisschen verflucht. Ach komm, ey. Und was mich hier so ein bisschen stört bei dem Modus, ist, dass es dieses Throwback-Stadium nicht mehr gibt. Normalerweise gab es Stachelsturm nur bei, wie gesagt, bei diesem Throwback-Stadium. Und jetzt gibt es halt nur noch normale Maps, finde ich. Ja, finde schon hier ein bisschen overpowered mit dem Spikes, muss ich ehrlich gestehen. Also bei Throwback-Stadium war das noch so eine kleine Herausforderung, so für zwischendurch den Ball unterzubringen im gegnerischen Tor. Und den Modus haben sie auch noch mal ein bisschen geändert. Und zwar gab es normalerweise Unlimited Boost, damit man die ganze Zeit Leute dämmen konnte. Und jetzt muss man sich halt immer Boost suchen. Ich glaube, das ist wirklich neu. Das kann ich noch gar nicht so. Sonst kann ich mich natürlich auch irren, aber ich hatte das früher mal so in Erinnerung, dass es Unlimited Boost nur gab. Ja, ihr merkt schon, 10 zu 5 hier. Komplettes Goalfest hier. Viel zu viele Tore. Stört mich halt. Na, also man sitzt hier gefühlt 10 Minuten an so einem Match. Aber nun ja. Ich denke mal, eine zweite Runde können wir trotzdem noch hinten ranhängen. Damit ihr diesen Modus auch mal als Video hier gesehen habt. Und ich freue mich wieder, wenn Heatseeker kommt. Dann mache ich das auch nochmal als Video. Habe ich leider vergessen aufzunehmen. War ja ein bisschen in Planung für den 24-Stunden-Stream. Und ja.
Can I take the ball now? Nein. Tut mir leid, Keeper Boy. Ich schenke niemanden so den Ball. Achso, er denkt sich so, Bruder, so abwechselnd, weißt du? Dass jedes Team einfach mal eine Chance hat auf ein Tor. Ja, läuft, ne? Was denkt er sich? Macht man das auch so ein Ranked? Ja, Kai absolut wieder am Tryharden hier. Merkt man. Boah! Alter Junge! Lecco mio, ey, guck mal. Boah, hab ich einen Hops genommen. Alter. Eieieiei. Ja, wer braucht schon Spikes, ne? Das sagt alles. So, dann würde ich aber gleich nochmal eine neue Gruppe suchen. Vielleicht finden wir ja ein bisschen stärkere Gegner dann. Hä, ich hab den doch berührt. Ah, warte. Ach komm, schade. Gib her den Ball. Gib her. Gib her den Ball. Jetzt will ich ihn haben. Whoop. Let's go. 14-5, Alter. Komplett rasiert. GG. Boys and Girls. Oh, die könnte sogar wirklich ein Girl sein, ne? Also hier dieser Anime-Person links neben mir. Gay wäre ich. Wie? Fragezeichen. Ich möchte jetzt erstmal Döner, Alter. Vielleicht bestelle ich mir morgen mal wieder einen Döner. Huiju. Ah, okay. Läuft. Wir sehen uns dann einfach gleich in der neuen Runde wieder. So, einmal Salty Shores. Oh, und die Runde hat gerade begonnen. Ja, dann nehmen wir die nochmal zum Schluss mit hier. Vielleicht können wir ja als kleine Challenge hier nochmal dieses Match gewinnen. Mal schauen. Legende! Legende, Alter! Let's go! 5-7, ey. Not bad. Das kann man auch aufholen. Das Match ist noch nicht verloren. Jetzt bin ich am Start. Do you even know what debated even means? Die Leute reden hier ein bisschen zu viel. Knapp Zeit. Die konzentrieren sich eher ein bisschen wenig aufs Spiel. Es geht hier um alles. Alles oder nichts. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen den Ball. Zeig euch, wie das geht. Guck mal. Scheiße. Oh, Mann. Ach, komm. Ja, habe ich. Alles klar. Let's go, der Hase. There we go. Gepated. Ah, ja. Läuft. Justin Bieber. Wer kennt ihn nicht? Den Justin Bieber. Ja, auf jeden Fall sorgt der Chat auch für ein bisschen Unterhaltung. Komm, Ball her. Ich will den Ball her. Ich will ihn haben. Nein. Komm. Schade, Mann, schade. Komm, ein Tor noch. Das gibt's doch nicht. Der ist jetzt aber drin, oder? Ja, komm mal hier. Let's go, Alter. 7-7. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr nochmal Lust habt, ein Video hier von Staffelschirm zu sehen. Oder ob euch ein Video auch reicht. Ja, das ist kein skillvoller Modus. Gebe ich eher offen und ehrlich zu. Und ja, ich weiß nicht, also könnt ihr ehrlich reinschreiben, ob euch dieser Modus hier gefällt oder eher nicht so. Obwohl man ihn nicht unbedingt haben muss. Vielleicht schreiben dann auch welche Leute, ja, solange du ihn spielst, Kai, ist er ja interessant. Mann, scheiße. Alter. Mr. Monson, Alter, in schwarz. Das ballert. Ja, der fehlt mir auch noch in sämtlichen Farben, besonders in weiß, ey. Ich finde den Sound not bad, aber so das Artwork relativ schlecht. Das ist auch leider so mit dem ganzen Rocket Pass so, dass vieles
sehr gleich aussieht vom Design her. Ach, laber doch nicht. Ja, gut. Das meine ich halt, ne? Da kann man nichts gegen machen. Aber da wurde auch komplett hops genommen, ey. Ja, also wie gesagt, zum Pass, ja, relativ schwach dieses Mal. Ich hoffe dennoch, dass sich einige Sachen ganz gut verkaufen lassen. Da bin ich ja am meisten drauf aus. Für ein paar Credits, why not, ne? Bisschen grinden. Weiß ja nicht, ob ich der einzige Mensch auf Erden bin, der so auf ist auf Rocket Pass Items. Ja, haben wir dann leider doch verloren. Aber ich denke mal, ja, 3 Tore. In einer Minute habe ich mich hier auf Platz 1 meines Teams geknallt. Und ja, nochmal ein Tor. Schade, hat nicht gereicht. Ja, ich hoffe dennoch, hat euch heute das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich über eine Bewertung sehr, sehr gerne freuen. In Form eines Kommentars oder in Form eines Däumchens. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Einschalten und euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Haut rein!